Riesenskandal, Selbstbedienungsladen der Bundesregierung, Finanzkasse, Steuermittel für die Inflationsprämie für Beamte, Minister und Versorgungsempfänger. Rentnerinnen und Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung gehen leer aus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema, meine Damen und Herren, lässt mich wirklich nicht los. Ich habe am 14.07.2023 ein Video zum Thema reingestellt. Ich hatte ja mitgeteilt in diesem Video, dass am 13.07. das Bundeskabinett still und heimlich kurz vor der Sommerpause einen Beschluss gefasst hat, und zwar über den Gesetzesentwurf. Ich lese es mal vor. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und Versorgung für die Jahre 2023 und 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. Und dieses Änderungsgesetz hat es wirklich in sich, meine Damen und Herren. In diesem Änderungsgesetz werden alle Bundesbeamten und Bundesbeamtinnen und Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, aber auch die Minister unserer Regierung, die Angehörigen des Regierungskabinetts, eine Inflationsausgleichsprämie bekommen. Und dieses Gesetz, ich habe den Gesetzentwurf hier vor mir liegen, ist ein Artikelgesetz. Das ist also ein Artikelgesetz. Und da schauen wir einfach mal in drei Artikel rein. Und vor allen Dingen geht es mir da um die Überschrift dessen, warum hier etwas gewährt wird. Und ganz interessant ist hier zum Beispiel Artikel 2, Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes. Und zwar Paragraph 71, Erhöhung der Versorgungsbezüge. Und da ist es so, dass die Versorgungsbezüge analog den Steigerungen aus dem Tarifabschluss aus dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes hiermit übernommen werden. Und dann gibt es in Paragraph 72, und da haut es mir wirklich echt die Beine weg. Paragraph 72 Absatz 1, ich lese das mal vor. Sonderzahlung zur Abmilderung der Folgen gestiegener Verbraucherpreise im Jahr 2023. Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise wird den am 1. Mai 2023 vorhandenen Versorgungsempfängern, das sind also die Pensionäre und Pensionären, also verbeamtete Menschen, die im Ruhestand sind, für den Monat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung gewährt, die sich nach dem jeweils maßgeblichen Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag von 1240 Euro ergibt. Eingangs erwähnt, zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise bekommen Pensionäre eine Inflationsausgleichsprämie. Meine Damen und Herren, ich habe damit überhaupt kein Problem, dass Pensionäre eine Inflationsausgleichsprämie bekommen. Mir geht es nur darum, dass dieser Satz zu hoch interessant ist zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise. So, und jetzt gucken wir uns mal den ganzen Spaß für die Bundesministerinnen und Bundesminister an. Und da steht auch drin, im Artikel 3, und zwar steht da drin, der Paragraph 11 des Bundesministergesetzes wird abgeändert, da wird in Absatz 5 angefügt, und das lese ich Ihnen mal vor, zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise werden den Mitgliedern der Bundesregierung in entsprechender Anwendung des Paragraph 14 Absatz 4 bis 8 des Bundesbesoldungsgesetzes die folgenden Sonderzahlungen gewährt. Für den Monat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung 1240 Euro, also die haben die Kohle schon bekommen, sowie für den Monat Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich ratierlich jeweils 220 Euro. Dazu gibt es dann noch einen Artikel 5, Änderung der Gesetze der Rechtsverhältnisse für parlamentarische Staatssekretäre. Die bekommen auch diese Inflationsausgleichsprämie. Meine Damen und Herren, was mich bei der ganzen Sache so unglaublich nervt, ist dieser Selbstbedienungsladen, diese Selbstbedienungsmentalität unserer Bundesregierung. Auf der einen Seite sagen sie und machen es, setzen es auch um, auf Lindners Druck, werden sozial
Haushalte gekürzt in Deutschland. Ja, denken wir bitte an die unsägliche Diskussion über die Kindergrundsicherung und auch die Begrenzung des Elterngeldes. Das ist ein totaler Witz. Aber diese Herrschaften gönnen sich, obwohl sie schon so einen Haufen Kohle verdienen, tatsächlich hier auch, also unsere Bundesregierung, die Prämie, diese Sonderprämie. Liebe Gewerkschaften von Verdi, ich glaube, ihr habt euch keinen Dienst damit erwiesen, denn das ist wirklich eine Riesenschweinerei. Denn wer bezahlt denn den ganzen Irrsinn? Doch nicht etwa der Minister, indem er irgendwie eine Sonderbeilage oder eine Sonderumlage da einzahlt in irgendeine spezielle Kasse, sondern das bezahlen wir alle. Wir alle, die Steuerzahler, zahlen ihre Selbstbedienungsmentalität, die sie hier an den Tag legen. Und das ist eine Riesenschweinerei, meine Damen und Herren. Und da sage ich ganz einfach, was dem einen recht ist, muss dem anderen billig sein. Wenn Sie sich also und auch den Pensionären, ich gönne denen das, den Pensionären, die haben auch die gleichen Probleme wie wir alle, dann bitte aber auch für unsere gesetzlichen Renten eine entsprechende Leistung. Es kann nicht sein, dass Pensionäre, Bundespensionäre die Kohle kriegen, aber gesetzliche Rentner nicht. Wir hatten eine ähnliche Situation mit der Energiepreispauschale 300 Euro, da haben sie auch alle bekommen. Da war das alles in Ordnung. Das heißt also, wenn Bundesbeamte, die pensioniert sind, dieses Geld bekommen, müssen es gesetzliche Rentner auch bekommen. Oder wollen Sie uns etwa vielleicht erklären, dass gesetzliche Rentner keine Probleme mit den Inflationskosten zu tun haben, keine Probleme mit den Inflationskosten haben? Sind die sozusagen, weil sie gesetzliche Rentner sind, da außen vor? Oder betrifft das nur Pensionäre und Versorgungsempfänger des Bundes? Meine Damen und Herren, das finde ich schon ziemlich fragwürdig. Also meine Damen und Herren, ich denke, diese Diskussion darf nicht aufhören. Sie muss weitergeführt werden. Es muss hier eine gerechte Lösung geben für alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner. Ich glaube, es wird langsam Zeit, meine Damen und Herren, dass Sie als gesetzliche Rentner hier einfach mal wieder ein bisschen trommeln, Briefe schreiben, Ihren Bundestagsabgeordneten, die für Sie zuständig sind, in Ihren Wahlkreisen da schreiben und denen sagen, dass das so nicht geht. Im Übrigen stehe ich nicht allein mit dieser Meinung. Ja, es gibt auch verschiedene Sozialverbände, die sagen, das kann doch wohl so nicht wahr sein. Was mich auch ein bisschen nervt und ärgert ist letzten Endes, warum macht Verdi hier nicht auch einen großen Aufschrei und sagt, Mensch, wir sind doch auch für die Rentnerinnen und Rentner ein bisschen mit zuständig. Wir wollen, dass die auch was bekommen. Warum nur für ihr eigenes Klientel? Ich finde das schon ein bisschen beschämend, meine Damen und Herren von Verdi. Also, wenn Sie sich schon so groß in die Werfe setzen und hier sich feiern lassen, dass Sie für Ihre Mitarbeiterinnen und oder für Ihre Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst das durchgesetzt haben, dann tun Sie doch bitte auch was für die gesetzlichen Rentner in Deutschland. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Trinken Sie bitte viel Wasser, denn es wird sehr, sehr heiß am 15.07.2023. Ihr Rentenberater Peter Knöppel.